Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Heute zum Thema sicher scheitern beim Auswandern, überlegen und abwägen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das denn damit zu tun, wenn ich auswandern möchte? Und das gilt nicht nur für Auswandern, das gilt auch für jeden anderen Bereich des Lebens, wenn du überlegst, ob du von A nach B gehst, wenn du überlegst, ob du einen neuen Job tust oder antrittst, wenn du überlegst, wie es mit deiner Beziehung weitergeht, wenn du überlegst, was deine Kinder betrifft, wenn du das immer abwägst, das Positive und das Negative, dann bist du auf dem todsicheren Weg, immer und stabil zu scheitern oder immer und stabil den schlechteren Weg zu wählen. Warum das so ist, erkläre ich dir gleich. Doch zuvor, bitte guck dir auch mal Grenzenlos Leben auf Telegram an. Dort ist viel mehr an Inhalten. Abonniere den Newsletter und lass ein Abonnement auf YouTube hier. Warum scheitern Auswanderungen und warum scheitern andere Situationen im Leben an Überlegen und Abwägen? Da brauchst du dir nur angucken, wenn du jetzt einfach in Firmen guckst. Die Kultur des Nichtentscheidens ist in größeren Firmen mittlerweile der Standard. Da wird gemietet, da werden Arbeitsgruppen gebildet, da wird vertagt, da wird neu gemietet, da werden Telefonkonferenzen gemacht, in denen 50% nicht zuhören und auf leise gestellt haben. Es wird alles getan, um die Entscheidung zu verschieben oder die Entscheidung zu vermeiden. Und das Ganze wird legitimiert mit Überlegen und Abwägen und die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und das ist der todsichere Weg in den Misserfolg. Und das ist der todsichere Weg in den Misserfolg, ganz besonders auch beim Thema Auswandern. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mal die Green Card gewonnen vor rund 10 Jahren oder vor 10 Jahren. Und dann ging's los. Und da habe ich nicht überlegt und abgewägt oder abgewogen, was tue ich jetzt, wie tue ich das jetzt. Da habe ich nicht überlegt, wie geht dieses oder wie geht jenes, was passiert, wenn das schief geht oder was passiert, wenn das schief geht. Ich habe einfach einen Plan mir gemacht und habe diesen Plan dann umgesetzt. Und da hat mir auch viel geholfen. Also Grenzen zu finden, Grenzen zu erfahren, Grenzen zu entfernen und dann loszulassen. Ich habe also meinen Plan gemacht und habe den nicht 5-mal diskutiert. Ich habe nicht überlegt. Ich habe nicht abgewogen. Und dann habe ich festgestellt, als ich hier in den USA ankam, dass ganz vieles von meinem Plan einfach falsch war. Dass ich falsche Dinge gelesen hatte, dass ich Blödsinn von Leuten erzählt bekommen hatte, dass, sagen wir mal ganz entspannt, 70% von meinem Plan nicht funktioniert haben. War ich deswegen ärgerlich oder sauer? Nö, war ich nicht. Das gehört zum Leben dazu. Dafür gibt es viel. Ich bin mit meinem Plan oder mit meiner Idee, wie die Auswanderung klappen könnte, vor Hürden gelaufen. Bin an Grenzen gestoßen. Und da sind wir wieder bei viel. Ich habe Grenzen gefunden. Ich habe Grenzen erfahren. Ich habe zum Beispiel, komme ich gleich zu, ich habe die Grenzen dann entfernt und ich habe losgelassen. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe gedacht, als ich dann endgültig hierher kam, hatte recherchiert, hatte geguckt und. In der Gegend, wo ich hin wollte, finde ich doch bestimmt eine nette Mietwohnung oder ein nettes Miethaus. Nö, hat nicht geklappt. Hat einfach nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, dann musste ich ein Haus kaufen. Jetzt sagst du, ja, du hast Geld. Hatte ich damals nicht. Musste ich Geld freimachen. Musste ich Sachen für verkaufen. Musste ich letztendlich die Ressourcen ja regelrecht freischaufeln, um zu einem völlig ungeplanten Zeitpunkt hier erstmal zu landen und ein Haus zu kaufen.
Mir waren Dinge über Credit Score in den USA erzählt worden, wie man das aufbaut, wie man das startet und, und. 90% war falsch. Ich habe die Grenzen gefunden, ich habe sie erfahren, weil ich habe keinen Kredit gekriegt. Ich konnte noch nicht mal ein Auto auf Kredit kaufen, wobei ich das nicht empfehle und nicht tue, aber um das einfach zu verdeutlichen, Autos kaufen auf Kredit ist in den USA populär, weil man die dann viel billiger kriegt und man kann es dann am nächsten Tag zurückzahlen. Anderes Thema. Ich habe die Grenzen dann entfernt, indem ich mich auf diese Grenzen, an diesen Grenzen orientiert habe und ich habe losgelassen. Und das mache ich mein ganzes Leben schon. Das mache ich seit, Pi mal Daumen, 50 Jahren oder 45 Jahren. Ich weiß nicht genau, wann ich damit angefangen habe. Ich habe nie in meinem Leben überlegt und abgewogen. Ich habe immer Entscheidungen getroffen. Ich habe Firmen aufgebaut. Ich habe Menschen beraten, viele Menschen. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass diejenigen, die alles perfekt machen wollen, diejenigen, die jeden Aspekt einer Entscheidung vorausplanen wollen, diejenigen, die sich alle Details hier und alle Details dort anschauen und dann abwägen, was ist das Beste für sie, die scheitern zu 90% oder noch mehr todsicher, weil sie einfach nicht gelernt haben für sich selber, dann an einem Punkt X endlich die Entscheidung zu treffen. Und das hat nicht nur mit Auswandern zu tun, das hat mit Leben zu tun. Das betrifft nicht nur das Thema Auswandern, bloß beim Thema Auswandern ist es besonders blöd, wenn man in dieser Überlegerei und in dieser Abwägerei gefangen ist. Das gilt aber für jede Lebenssituation. Soll ich das jetzt kaufen für den Preis? Soll ich das Haus kaufen? Soll ich das Auto kaufen für diesen Preis? Und wenn du dich dann entschieden hast, dann ist das Auto weg oder das Haus weg. Blöd gekommen. Soll mein Kind auf diese Schule gehen oder auf jene Schule gehen? Hatte ich gerade die Diskussion mit jemandem. Und hin und her. Und ich habe gesagt, Mensch, entscheide dich. Ansonsten geht das Fenster zu. Ja, nee, und wir gucken nochmal, wir fahren nochmal dahin und gucken nochmal danach. Okay. Und dann nach 10 Tagen, vielleicht waren es auch 14, ja, wir haben uns jetzt für die Schule entschieden. Ja, da hatte die Schule aber entschieden, dass kein Platz mehr da ist. Zurück auf los. Überlegen und abwägen. Und da kann ich ein Buch von schreiben oder Bücher von schreiben, von Menschen, die ich begleitet habe und die, auf Deutsch gesagt, den Hintern nicht hochbekommen haben und sich nicht entscheiden konnten. Denn das Entscheiden im Leben ist das Loslassen des Fehlprozesses. Zu sagen, okay, ich mache das jetzt so. Das betrifft auch die ganzen kleinen Alltagsentscheidungen in dieser verrückten Zeit. Von dem goldenen Schuss über den Maulkorb, über sich an Regeln halten, über mitmachen, über auf irgendwelche Autoritäten hören oder nicht hören, da denken Menschen endlos im Kreis und überlegen und wägen ab. Und vergessen dabei, dass ihre Lebenszeit gnadenlos ins Klo rennt. Gnadenlos. Denn wir alle haben nur eine bestimmte Zeit. Und wir wissen alle Gott sei Dank nicht, wann die über ist, wann die vorbei ist, over ist. Und wir wissen alle nicht, was dann kommt. Wir wissen aber, und das wissen unbewusst alle Menschen, dass wir ganz am Ende loslassen müssen. Und davor haben ganz viele Menschen Angst. Angst vor dem Tod, Angst zu sterben, Angst zu gehen, Angst, Angehörige zu verlieren. Und diese Angst, die im nicht gelernten Loslassen liegt, bringt die Menschen in diese Todesspirale des Überlegens und Entscheidens. Denn was ist eine falsche Entscheidung? Sie ist am Ende kein Problem.
weil sie kann immer wieder korrigiert werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich habe viele falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Unterm Strich habe ich 50,1% richtige Entscheidungen getroffen. Vielleicht auch ein paar mehr. Aber wer viel entscheidet, macht auch viele Fehler. Aber wer viel entscheidet, macht auch viel richtig. Und deswegen, genau deswegen ist beim Thema Auswandern, ist in diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben, überlegen und abwägen ein sicheres Todesurteil für jegliches Konzept, für jegliche Idee, für jeglichen Lebensweg, weil morgen kann das, was du heute gedacht hast, schon überholt sein. Und dann musst du wieder neu überlegen und entscheiden. Und diejenigen, die mit viel, also mit dem Prozess des Grenzenfindens, des Grenzenentfernens, des Grenzenentdeckens, des Grenzenentfernens und des Grenzenloslassens gelernt haben, in diesem Regelkreis zu leben, die denken nicht lange drüber nach. Die entscheiden andauernd. Die entscheiden und entscheiden und entscheiden. Ja, und dabei werden Fehler gemacht. So what? Die korrigiert man dann. Aber das ist 10-mal besser als überlegen und abwägen. Wenn dir das Video gefallen hat, grenzenlos leben auf Telegram, Newsletter abonnieren und Abo für YouTube. Und ansonsten gebe ich dir noch einen letzten Tipp. Versuch einfach mal, wenn du einer der Menschen bist, der überlegt und abwägt, diesen Prozess schlicht und einfach hinter dir zu lassen. Zu sagen, no way, ich mache es jetzt so. Ich finde das, was ich als Grenze erlebe, ich erfahre es, meistens hat man das schon, ich entferne es, ich mache es nicht mehr so, ich ziehe Maulkorb nicht mehr auf oder was auch immer und dann loslassen. Es ist entschieden, Ende Gelände. Und es kann sein, dass daraus für dich Konsequenzen entstehen, die dir nicht ganz so gut gefallen. Dann korrigierst das und passt deinen Weg an. Ist 10-mal besser als überlegen und abwägen. Denk mal drüber nach und mach was draus. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.